Wir sagen willkommen zu diesem Geiger Academy Video. Es geht nun um die Mandantenansprache. Wie kann FastDocs mir denn dabei helfen? Ja, FastDocs gibt den Kanzleien Hilfestellung, damit der Service optimal bei den Arbeitgebern, sprich den Mandanten, platziert werden kann. Man bekommt von uns eine E-Mail, in der wir einen Text vorformuliert haben, den man seinem Mandanten dann auch so per Mail zur Verfügung stellen könnte. Wir geben den Kanzleien den Hinweis, dass man den Link, sprich die URL, in der E-Mail-Signatur integrieren kann, sodass der Arbeitgeber im Endeffekt immer parat hat, welchen Link muss ich denn öffnen, wenn ich einen neuen Mitarbeiter anstelle. Kann ich den FastDocs-Link auch auf meiner Homepage integrieren? Ja, wir geben den Kanzleien sehr gerne die Möglichkeit, den Link auch auf ihrer Homepage zu integrieren. Okay, danke schön. Neben mir steht Vanessa und beantwortet mir folgende Frage. Kann ich als Kanzlei auch mehrere Links erhalten? In eurem Paket sind generell immer 5 Links enthalten, die jeweils an eine E-Mail-Adresse geknüpft sind. Ihr könnt aber natürlich auch gerne mehrere Links noch hinzubuchen. Pro Link berechnen wir noch 10 Euro im Monat. Ja, wir werden ja auch immer wieder von Kanzleien gefragt, wie andere Kanzleien das organisatorisch dann tatsächlich umsetzen. Und wir haben das Feedback von unseren Kunden bekommen, dass es sehr, sehr gut funktioniert, wenn die Kanzlei zum Beispiel eine zentrale E-Mail-Adresse vergibt, wie Gehalt@ oder FastDocs@. Und in größeren Kanzleien die Angaben dann tatsächlich im Zweifel sogar übers Backoffice ergänzt werden. Ne, sodass der fachliche Mitarbeiter, von dem möchte man ja so viel wie möglich fernhalten, damit am Ende des Tages gar nichts zu tun hat, sondern nur die fertige Importdatei bekommt. Wir wissen auch von Kunden, wo das insgesamt gesehen das Backoffice macht, was dann natürlich für die Lohnbuchhaltung eine immense Erleichterung ist. Andere Kanzleien wiederum machen es so, dass sie die E-Mail-Adresse gehalt@ den jeweiligen Mitarbeitern zuordnen, die tatsächlich auch Lohnabrechnungen erstellen. Man schaut danach, aha, welcher Mandant hat einen neuen Mitarbeiter eingestellt und greift diese E-Mail ab und ergänzt die mandantenspezifischen Daten, die dafür eben erforderlich sind. Auch da bekommen wir das Feedback, dass das in den Kanzleien sehr gut funktioniert. Ja, viele Wege führen nach Rom und wir hoffen, dass wir euch einen kleinen Einblick geben konnten und stehen euch natürlich für Feedback oder für Fragen da auch jederzeit sehr gerne zur Verfügung.